Ich mache mir hier gerade in die Hose, ne? Weil bloß nicht rechts oder links irgendwie mit dem Bomber kommen. Sonst habe ich hier schön die Felge versaut. Dann kann ich mir Geld gleich wieder abgeben. Hallo ihr zwei. Hi, Carola. Hi, freut mich. Hi, Heike. Hi. Hallo. Michael, ne? Ja, richtig. Genau. Komm rein. Ich bin ja mehrfach halt eben an meinem Knie operiert worden. Da ist schon Drose 4. Grades. Und ja, mit dem Rücken durch die Altenpflege habe ich ja über 20 Jahre jetzt gearbeitet. Also das ist dein Beruf, den kannst du auch noch ausüben? Momentan nicht, nee. Momentan bin ich seit über einem Jahr halt raus. Aber ihr habt ein Kind bekommen. Das ist ja schon mal toll. Eine gute Nachricht in all den schlechten. Ja. Wobei, halt viel zu früh, ne? Euer Kind ist zu früh gekommen? Ja, 11 Wochen. 11 Wochen zu früh. Okay, das ist übel, das ist sehr früh. Aber es geht ihm oder ihr jetzt gut? Mittlerweile geht es ihm ganz gut. Okay, also ein Junge, wie heißt der denn? Das ist der kleine Torben. Torben. Wir haben ja 9 Wochen Krankenhaus hinter uns, nur 7 Wochen auf Intensiv alleine. 1125, was haben wir fast? 1125, das war Startgewicht oder wie? Geburtsgewicht, ja. Ach du liebe Zeit. Oh, das ist ja wirklich furchtbar mit so einem dicken Schlauch, der kaum in die kleine Nase passt. War für mich die Hölle. Ich bin durch die Hölle gegangen. Also ich habe kaum geschlafen, habe kaum gegessen, kaum getrunken. Oh, da ist er ja. Und jetzt sieht er schon richtig groß aus. Das Schlimmste oder was dann eben halt noch obendrauf kam, war halt mein ganz schrecklicher Unfall, wo ich fast draufgegangen bin. Du hattest einen Unfall auch noch? Wann? Zwei Tage nach. Zwei Tage später, am 17.10. ist der kleine Mann geboren in der Nacht. Oder, also er ist geboren und 2 Tage später hattest du einen Unfall. Ja, das war einfach viel zu viel. Kaum geschlafen, kaum gegessen, kaum völlig getrunken, fertig. Komplett fertig. Das heißt, dieses Fahrzeug gibt's nicht mehr? Nein. Okay. Das Auto gibt's nicht mehr. Das haben wir für 15 Mille für extrem viel Geld. Eigentlich extrem über unsere Verhältnisse haben wir das mit Kredit aufgenommen. Also das ist mein Hauptjob, ne? Ich weiß nicht, ich bin Sachverständige. Das heißt, das sehe ich ziemlich häufig. Aber es ist trotzdem ein extremer Unfall. Und auf dem Dach liegen, das ist schon übel. Also vor allem mitten in der Stadt. Da weißt du ja schon gar nicht, wie das passieren konnte. Habt ihr irgendwie ein Fahrzeug, was ihr mir mitgeben könnt? Oder habt ihr gar kein Auto aktuell? Ich gebe meinen heißgeliebten Wagen und du weißt, wie ich an den hänge. Schick. Ja, eigentlich schon, ne? Oder? Der ist ja gar nicht schlecht, möchte ich da mal sagen. Ist mein Spatz. 227, das ist jetzt natürlich auch nicht wenig, ne? Aber ansonsten auch echt gut gepflegt, ne? Das heißt, du hast sogar Sitzheizung. Funktioniert. Alles einwandfrei. Elektrisches Spiegel. Also ich meine, ist ja schon fortschrittlich, ne? Ist ja schon, wie gesagt, ein paar Jahre. Klimaanlage ist neu befüllt. Die funktioniert auch. Funktioniert. Ventildeckel ist undicht. Musst du ständig Öl nachfüllen oder ist dir das noch nicht aufgefüllt? Okay, dann ist es wahrscheinlich. Also hier sehen wir die neue Batterie. Ja. Die strahlt einem ja schon entgegen, ne? Und Zündkerzen wurden ja auch sogar immer noch gemacht. Alles gemacht. Gibt es irgendwie noch Geld, was ihr mir dazugeben könnt? Ja, also wir haben jetzt hier noch 2000 Euro an Restwert für den Wagen, den ich ja, also wo ich mich hier mit überschlagen habe. Okay. Und 1000 Euro gibt es dann halt einfach noch mal dann oben drauf. Genau. 1000 Euro von euch, die ihr auch noch gespart habt? Genau. Ja. Das ist ja der Wahnsinn. Ja. Also 3000 Euro für mich, das ist eine Menge Holz. Ja. Ich gebe mir größte Mühe und melde mich bei euch, okay? Danke. Ich sehe schon, du hast hier den heißesten Scheiß auf dem Hof. Also gelb ist schon mal angesagt. Naja, und blau würde auch dazu passen. Das da sieht nicht so gut aus. Ja, und am Öl ist ja auch noch. Habe ich auch gesehen, aber er hat mir auch gesagt, dass er die Klimaanlage gerade noch mal befüllt hat. Und tatsächlich habe ich es auf dem Weg hierher ausprobiert. Funktioniert wunderbar. Okay, also laufen tut er schon mal sehr TÜV gut. TÜV hat er natürlich auch. Ne? Hat er auch noch? Ja, sicher. Wie lange? Gutes halbes Jahr noch. Ein halbes Jahr, okay. Ja, so kannst du so eigentlich vom Hof schieben und verkaufen. Ne? Ja, jetzt komm, ja, ehrlich. Also so schnell wäre ich dann, glaube ich, nicht los, aber ja, hier ist ein bisschen schon jemand dran. Ja, ich will dir da jetzt auch nichts verheimlichen, ne? Das ist ja nun auch offensichtlich. Ne? Hier und dann tatsächlich hat er da oben ist eine Beule und hier vorne zwar auf der Heckklappe, aber wie gesagt, ne, der ist halt 20 Jahre alt. Also ich habe da ja an 800 Euro gedacht. Was? Ja. Ah ja, komm, aktuell bei dem Markt, ey, das ist doch wie geschnitten Brot, das ist doch übermorgen weg. Ich meine, dass du den nicht hier auf dem Hof lässt, okay. Aber der geht doch weg. Also alleine, dass der Leder hat. Sag mir einen Astra G Coupé, der mit dem Motor, mit der Kombination, mit der Ausstattung, also gibt's vielleicht 2 Stück in Deutschland. Okay, ich muss schon sagen, die Sitze sind echt schön. Ne? Ich verkaufe das Auto nicht für mich, sondern für eine Familie. Die haben ein Kind zu früh bekommen, also ein Frühchen. Oh. Der Mann hat einen Autounfall mit seinem gerade finanzierten Fahrzeug. Also
aktuell wissen die beiden gar nicht, wie sie klarkommen sollen, können nicht arbeiten gehen aus gesundheitlichen Gründen. Und deswegen versuche ich gerade, dieses für ihn Liebhaberstück zu verkaufen, ja, um irgendwie an ein Familienfahrzeug zu kommen. Also das heißt, ich suche eigentlich ein Kombi und du weißt ja, was Kombis aktuell kosten. Ja, ja, ich habe sogar da zwei Kombis für dich eventuell. Oh. Könnten wir sogar vielleicht kombinieren. Ja. Ich bin selber frisch Papa geworden. Okay, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Kann es auch nachempfinden, also die Situation selbst. Und ja, ich würde sagen 1200 Euro für den Opel Astra. Und wir schauen uns noch die zwei anderen Autos an. 1500 für den Opel Astra und wir schauen uns dann die anderen Fahrzeuge an. Machen wir. Ehrlich? Ja, machen wir. Du bist ein Schatz. Hey, schick, sogar in Blau. Ja. Was hast du dir denn vorgestellt, bevor ich mir den jetzt angucke und ich fall gleich wieder hinten um? 799. 799, okay, gut. Was haben wir denn hier? Smart Repair, ja. Da müsste man noch mal drüber lackieren. Das könnte man aber auch fertig machen. Okay, was heißt fertig machen? Das heißt, du würdest mir das auch noch mal irgendwie in Stand setzen oder ein bisschen lackieren? Oder? Ja, ich würde es beilackieren lassen, die Stelle, dass das nicht mehr so ins Auge sticht. Hatten wir eben mal irgendwie einen Kühlmittelunfall oder was ist das hier? Da war mal nur ein Schlauch undicht. Das haben sie auch sehr gerne, ne? Kühlmittelschläuche. Das Richtig. Heißt, die habt ihr schon ersetzt? Oder? Die haben wir schon ersetzt, ja. Da sind Sommerreifen drauf. Gibt es ja Winterreifen zu dem Fahrzeug? Winterreifen habe ich sogar tatsächlich noch für den auf Alufelgen. Schick. Mhm. Schaltet sich sehr leicht. Sechsgangschalter. Das ist auch sehr sparsam. Das ist ja auch gewünscht. Ne? Wir wollen den beiden ja jetzt auch nicht kein Auto hinstellen, was auch noch richtig Sprit braucht. Ich hätte ihn gerne. Super. Also 7,9 hast du dran stehen. Genau, richtig. Das ist ja jetzt immer erstmal so ein Preis, den man draufstehen hat. Es gibt ja immer ein bisschen Marge. Wir haben ja gesagt gehabt, dass ich noch hinten den Schaden behebe. Okay, lassen wir den Schaden hinten raus, dafür kommst du mir entgegen. Okay. Also Moment, erstmal ohne Schaden. Du hast eine Marge drin und den Schaden. Jetzt müssen wir das nochmal alles einzeln abspielen. Ja, okay, dann gehen wir die Punkte nochmal durch. Okay, also der Schaden bleibt und die Marge, sagen wir 7,7. 7,7, also das waren 200 Euro, ne? Aber 7 ist mein Glückszahl. Okay, 7 ist deine Glückszahl. Ja. Dann machen wir 7 glatt. Ach, das ist gemein, um ehrlich zu sein. Also 7,4 will ich mich noch einlassen. 7,4, okay. Also pass auf, du weißt, dass es für eine Familie ist, nicht für mich. Ja, du als frisch gebackener Papa, denk doch noch mal drüber nach, wie das ist in so einer Familiensituation. Ja. Jetzt haben die auch noch ein Frühchen. Die haben gerade echt keine Kohle. Die haben beide keinen Job, weil sie es gesundheitlich nicht können. Oder auch wegen dem Kind. Ja, das musst du dir jetzt noch mal überlegen. Okay, für einen guten Zweck mache ich's. Und, ja, was ich auch noch sagen muss, bevor du eine Zahl sagst, ja, ich habe dir den blauen Drachen hier mitgebracht. Überleg mal, was, ja, ist. Den willst du doch auch. Ich habe es doch gemerkt, dass du den haben willst. Ja, doch, der ist nicht schlecht, muss ich schon zugeben. Okay, ist ja ein Zuggeschäft, dann machen wir 7 glatt. 7 glatt. Genau. Super gut. 7 glatt und die Winterreifen gibst du mir auch noch. Genau, die packe ich dir rein. Perfekt, vielen Dank. 7000 habe ich natürlich gerade noch nicht. Oh. Das habe ich dir noch nicht gesagt. Ich brauche noch ein paar Tage. Kannst, ja, du mir den noch ein bisschen zurückhalten? Das kriege ich hin. Herr Fula, hi. Hallo, nein. Ich glaube, mit dir habe ich telefoniert. Es geht um den Spark. Korrekt. Ja? Korrekt, ja. Kommst du mal kurz mit mir raus zu dem oder ist es gerade... Nee, alles gut, passt. Okay. Gut, gelb muss man mögen oder nicht, ne? Aber genau, die Farbe ist speziell. Ist speziell, aber da muss man halt genau den finden, der halt gelb mag, ne? Dann, genau, dann passt, genau, es auch. Nee, ja, sonst sieht er eigentlich ganz gut aus. Okay, Inspektion hast du gesagt, ist noch fällig. Das ist fällig, auf jeden Fall. TÜV ist noch fällig. Korrekt. Elektrische Fensterheber hat er und funktionieren. Sollte man ja auch mal alles ausprobieren. Klima hat er auch, mache ich direkt mal an. Also schön wäre es, wenn ich hier so Kleinigkeiten machen könnte. Die Inspektion, die er eben genannt hat, das wären sowas. Ölwechsel, Bremse kann ich morgen noch mal checken. Die Farbe ist halt gelb, ne? Aber das ist eine spezielle Farbe. Die Farbe ist einmalig. Ja, schau mal, wenn man genau, jetzt hier auf dem Platz sitzt, sieht man nur schwarz, ja, weiß, ja, silber. Hier eben ist was einmalig. Aber warum? Weil das die Leute lieben, weißt du? Okay. Ja, das ist halt speziell. Den speziellen Käufer muss ich halt erstmal finden. Okay. Also, wie sieht's aus? Was kannst du preislich danach machen? Also, wir werden... So viel Spielraum haben wir nicht. Was bist du bereit zu bezahlen? Ja, sie hat jetzt eher so an 3 gedacht. So 1500 Euro Nachlass, das ist viel. Ich brauche dein Auto, um noch mal so ein bisschen Gewinn zu machen. Für ein gutes Zweck machen wir. Ja, okay. Normalerweise, ich sag dir ganz ehrlich, für normale Kunden, da geben wir gar nichts. Also wir haben momentan keinen Spielraum. Aber du hast schon gesagt, du machst das machen nicht. Machen wir, kein Problem. Ne? Passt schon? 3,5. 3,5. 3,5. Ich bräuchte heute deine Hilfe. Darf ich vielleicht eine Hebebühne heute haben von dir? Und ja, wir können eine frei machen. Ja? Meinst du, es geht? Ja, ja. Oh, ein Traum. Gerne. Du bist ein Schatz. Ich dich so lange nicht gesehen habe. Dankeschön. Bitte, darf ich den direkt reinholen? Ja, können wir jetzt gerne machen. Hi, Carola. André. Ja. Und du hilfst mir heute? Ja, sehr gerne. Wie lieb von dir, super. Ja.
Seite ist komplett lose. Heißt, der linke Seite hängt tatsächlich fest, muss man den Feststellbremsmechanismus anschalten. Da können wir auch den Trommel aufmachen. Ach du Scheiße, nee, ganz ehrlich, ich habe doch keine Zeit jetzt hier und kein Geld für sowas. Also wir müssten auf jeden Fall hinten die Trommel aufmachen und nach den Backen gucken, ob die irgendwie festhängen. Wenn wir Glück haben, können wir die so ein bisschen sauber machen und wieder einsetzen. Und wenn wir Pech haben, neue Bremsbacken. Ich habe ein bisschen Angst, aber es ist schon ganz gut, ne? Ja. Und ist einfach alles so ein bisschen korrodiert, ne? Also jetzt kommt er mir schon einiges so entgegen, aber sie lässt sich schon wieder ein bisschen bewegen. Also es ist schon mal, ich bin schon mal guter Dinge. Schmieren ist auch mal schön. Ich würde sagen, wir lassen das ein bisschen einwirken. Oh, schön schwarze Brühe, alles raus. Perfekt, gangbar ist sie. Vielen Dank nochmal für deine Hilfe. André war auch ein super Gerne. Partner. Es geht jetzt noch darum, was bin ich dir schuldig? Ich habe nachgedacht. Und ich würde mich gerne daran beteiligen, am guten Werk. Wow, super lieb von dir. Also erstmal hilfst du mir und dann kommst du mir nochmal so entgegen. Das ist echt toll von dir. Vielen, vielen Dank für alles. Gerne. Ich melde mich, wenn ich nochmal irgendwie darf. Ja, überfall mich wieder. Mach ich. Danke, Tschüss. Mach's gut. Ciao. Hallo, guten Tag. Hallo, hi. Guten Tag. Hi. Carola, hi. Ich habe da was für dich mitgebracht. Magst du das mal ansehen? Was denn? Einen interessanten Chevrolet Spark. 2014er Baujahr. Ist 75 das nicht schon ein Widerspruch in sich? Hallo? Spark und interessant. Hallo, der ist gelb. Hallo? Guck mal hier. Ja, noch besser. Ja, die Jacke, ich sehe es doch schon. Passend gekleidet. Absolut. Dann geh mal gucken. Das ist ehrlich gesagt jetzt insgesamt das Beste, was ich sehe an dem ganzen Auto. Hallo, der sieht doch top gepflegt aus. Da ist da nichts dran. Absolut. Also, ich habe mir hier 5.2 vorgestellt. Ja. Das glaube ich dir. Also ich meine, da reden wir jetzt nicht mehr über ein Geschäft, was wir da machen, sondern Absolut. Da reden wir jetzt darüber, dass wir beide eine Familie unterstützen. Richtig. Ja? Dann machen wir, und wenn es eine Wuppertaler Familie ist, für mich natürlich noch schöner, dann habe ich noch ein kleines patriotisches Werk getan. Würde ich sagen, ich gebe dir 4.000 Euro für das Auto, dann komme ich so einigermaßen zumindest selbstkostentechnisch über die Runde. Nee, sei mir nicht böse, also da habe ich nicht genug Gewinn einfach gemacht, das passt einfach nicht. Was hältst du davon, 4.7? Also ich wäre froh, wenn ich ihn für 4.7 wieder verkauft bekäme. Pass auf, 4.550. Du bist aber ein harter Brocken. Dann habe ich auch noch ein bisschen was da drin. Okay. Super, alles vielen klar. Dank, freut mich. Ja, hallöchen, mein lieber Frank, die Carola nochmal. Ach, hi. Also nachdem ich gestern schon so überfallsmäßig unterwegs war, habe ich gedacht, ich könnte dich einfach noch mal um Hilfe bitten. Da gewöhnt man sich dran. Oder? Ja, und zwar habe ich mir überlegt, ich könnte so eine kleine Sommerräderwechselaktion machen. Ich weiß, ihr macht das bei euch nicht, ihr bietet das nicht an. Hast du irgendwie einen Kontakt oder eine Option, wo ich das durchführen könnte? Da fällt mir ganz bestimmt jemand ein. Ich würde das einfach schicken, wenn du möchtest. Super gerne. Danke, mein lieber Frank. Bis bald. Guten Morgen. Hi. Toni, guck mal, ich habe eine leere Box dabei. Die hoffe ich, dass wir die heute füllen können. Da werden wir irgendwo versuchen. Schön, hast du ein paar Kunden für heute bekommen? Ja, die ersten stehen schon da. Aber ein Radwechsel mit Auswuchten. Das macht 47,60 bitte. Oh, super. Alles klar. Vielen lieben Dank. 50 Euro, ganz toll. Also das ist hier echt eine richtige Puppelarbeit. Aber für Michael, Heike und Torben und vor allen Dingen für Torben mache ich es richtig gern. Carola, ja? Das Autohaus Ludorf um Ecke hat mitbekommen, dass du Geld sammelst. Die haben einfach mal eine Runde gespendet, die Jungs. Ist nicht wahr. Doch, die sind einmal durch die Werkstatt gegangen und haben gesammelt. Also ich bin richtig zufrieden hier mit unserer Aktion. Super Athlet von denen, ganz, cool. ganz toll. Ich mache mir hier gerade in die Hose, ne? Weil, bloß nicht rechts oder links irgendwie mit dem Bomber kommen. Sonst habe ich hier schön die Felge versaut. Dann kann ich mir Geld gleich wieder abgeben. Weißt du, was ich jetzt hier merke? Was denn? 1280 Euro. Das heißt, mir fehlen 170 Euro. Ja, ich wollte ja auch noch was dabei tun, ne? Also oh, ich wollte gerade schon weinen. Ich wollte schon weinen. Warte. Ehrlich? Ja, klar. 50, 100, 150, 170. Du bist doch ein Schatz! Bitte schön. Du bist doch ein Schatz! Tausend Dank für heute, für deine Aktion, für deine Unterstützung. Gerne. Das bedeutet ganz klar, dass ich jetzt das Auto kaufen kann. Weißt du das? Perfekt.
So, ihr Lieben, seid ihr bereit für diesen Moment? Ja. Ja? Ja, eigentlich schon. Jetzt ist es ja schon echt, das Geschenk ist doch da drunter und boah. Ja, jetzt zeig mal her. Okay. Jetzt war's nicht ganz entspannt. Gut, dann kommt hier dein neuer Halter. Boah, was? Nein, ne? Boah. Das gibt's doch gar nicht. Was sagt ihr? Ey, das gibt's doch nicht. Das ist doch jetzt nicht ein Ford Focus, oder? Ist es. Nein. Ist es. Ein Ford Focus Kombi, natürlich. Oh, ja, natürlich. Boah, und wie schön man hier einfach drinnen sitzt, ey. Das ist so ein Traum. Echt, jetzt können wir den Kleinen endlich mal zum Arzt bringen und dann können wir die Termine machen und alles, ey. Das ist... Genau, und das ist das, worum es ging, ne?